Vom Sportplatz Mürzhofen geht's nach Kindberg in die Kindberger Tennishalle. Da wird der Wintercup gespielt, da gibt's sicher interessantes Tennis. Und dann geht's ins Kapfenberger Feckete-Stadion. Da macht der Werner Gregoritsch eine Bilanz zu den 10 gespielten Spielen. Schauen wir uns das an. In der Kindberger Tennishalle wird vom 2. Oktober bis 17. April der Tennis-Wintercup ausgetragen. 31 Herrenmannschaften und 8 Damenmannschaften spielen um den Turniersieg. Als Turnierorganisator fungiert der bewährte Gerald Gamauf. Gespielt werden immer 4 Singles und 4 Doppel. Wir zeigen ein paar Spielszenen vom Match AS Versicherung Bruckmoor St. Kathrain gegen Elektro Wurzwalner. In Aktion in Schwarz spielend Markus Fleit gegen Rene Hörtner. Rene Hörtner gewann dieses Single in 3 Sätzen mit 4 zu 6, 6 zu 1 und 7 zu 5. Die AS Versicherung siegte gegen Elektro Wurzwalner gesamt mit 5 zu 1. 14 Jahre gibt es schon den Wintercup hier beim Tennisclub da in Kindberg und ich glaube, das ist eine gute Veranstaltung, man kann sich das nicht mehr wegdenken. Das ist richtig, wir gehören zu den ersten Mannschaften, die teilgenommen hat an diesem Wintercup. Wir haben in der C-Mannschaft angefangen und es hat dann immer mehr Leuten Spaß gemacht und wir haben immer neue Spieler dazu bekommen, dass wir mittlerweile schon 3 Mannschaften haben und wir schon schauen müssen, dass jeder zum Spielen kommt. Der Ehrgeiz ist natürlich sehr groß. Der Ehrgeiz ist groß, man sieht es, wenn man ein bisschen zuschaut. Es ist auch interessant, dass bei den Hobbyspielern mehr Zuschauer da sind, als wie bei den Meisterschaftsspielen. Und das haben wir unserem Tennislehrer Gamauf Gerald zu verdanken, der sich da dafür sehr einsetzt. Für das AS-Team übergab Sascha Auer an Helmut Skerbins neue Dressen. Da war natürlich die Freude groß. Vielleicht schauen auch Sie einmal vorbei in der Tennishalle Kindberg und überzeugen sich von den guten Leistungen der Akteure.